Die Corona-Krise hat die Digitalisierung bei vielen Unternehmen deutlich beschleunigt. Homeoffice wurde zum Standard, Videokonferenzen zum Alltag. Plötzlich wurden Themen wie IT-Sicherheit und Serverkapazitäten wichtiger denn je. Lösungen für die drängendsten digitalen Probleme der Corona-Zeit kamen auch aus dem Bergischen. So hat die Remscheider Agentur Ja Media GmbH eine Plattform für Videokonferenzen entwickelt, die den deutschen Datenschutzanforderungen entspricht. Während der Krise haben wir sehr viele Anfragen im Bereich Videokonferenzsysteme bekommen. Wir haben uns dann mit Zoom und so weiter auseinandergesetzt und festgestellt, dass es da massive Datenschutzprobleme gibt, auch wenn die Server in Deutschland stehen, aber es ist ein amerikanisches Unternehmen. Und wir haben dann eine deutsche datenschutzkonforme und IT-sichere Videokonferenzplattform, bbbserver.de heißt die, gegründet, ins Leben gerufen und ziehen das jetzt in unserer Firma als kleines Startup hoch. Laut einer IHK-Blitz-Umfrage haben 57% der bergischen Unternehmen die Corona-Zeit genutzt, um ihre digitalen Prozesse auszuweiten. Das gilt neben Homeoffice vor allem in den Bereichen Arbeitszeiterfassung, Gehaltsabrechnung und Auftragsakquise. Die Vortex GmbH aus Solingen hat passend dazu eine Software entwickelt, mit der die Arbeitszeit im Homeoffice erfasst werden kann. In der Corona-Krise hat die Auftragslage stark zugenommen bei der Firma Vortex. Unter anderem haben wir unsere Kunden dabei unterstützt, das ganze Thema Kurzarbeit in den Systemen Entgeltabrechnung und Zeiterfassung abzubilden. Zusätzlich ist die Nachfrage im Bereich Digitalisierung von diversen Prozessen an uns herangetreten worden. Grundsätzlich gehen wir sehr positiv aus der Krise heraus, weil wir glauben, dass die Investitionsbereitschaft der Unternehmen im Bereich Digitalisierung stark zunehmen wird. Gerade in Bereichen digitales Besuchermanagement, Digitalisierung von HR-Prozessen wie das Kommen- und Gehen-Buchung im Homeoffice oder auch den digitalen Lohnscheinversand wird zunehmen. Neben den Herausforderungen für die Wirtschaft war auch E-Learning ein Thema, das in den vergangenen Monaten immer wichtiger wurde. Professor Tobias Meisen ist Experte für digitalen Wandel an der Bergischen Universität Wuppertal. Dort findet das gesamte Sommersemester digital statt. Wir nehmen Videoveranstaltungen auf, stellen diese online zur Verfügung. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei YouTube-Videos oder aber es gibt direkt Präsenzveranstaltungen in der Form, dass der Dozent vor seiner Kamera sitzt und die Studierenden entsprechend zugeschaltet sind und zuhören. Also insofern hat die Corona-Krise dazu geführt, dass wir einen sehr schnellen Schritt in der Digitalisierung in der Lehre gegangen sind. Und meiner Meinung nach ist das sehr gut an der Universität gelungen. Die Kollegen haben sehr gut mitgemacht, die Studierenden machen sehr gut mit und wir lernen jetzt gerade sehr viel daraus. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Digitalisierung kein abstraktes Zukunftsthema ist, sondern eine Existenzsicherung. Wer zukunftsfest sein will, muss die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Auch mit digitalen Lösungen aus dem Bergischen. Okay.